Yo, ladies and gentlemen, what's up? My name is S to the motherfucked up C. Welcome to another video here on my channel. Hallo, ihr lieben Süßen, mein Name ist Shinsky. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es drei Pakete, die mir von Zuschauern zugeschickt wurden. Und ein Paket ist dabei, was nicht von Zuschauern zugeschickt wurde. Aber das ist egal, ihr seht es gleich. Ja, komm erstmal hier rein, lieber Intro-Head, und dann gucken wir mal weiter, nicht? Here we go again. Here we go again. So, ihr lieben Süßen, wir fangen direkt an mit einem Paket, wo ich mich gewundert habe, was ist denn das? Aber ich habe ein bisschen gegoogelt und dann bin ich rausgekommen. Das ist ja gar nicht einfach so zugeschickt worden, sondern ich habe mit diesem Unternehmen geschrieben. Aber ich dachte mir, ich packe das jetzt schon mal hier in diesem Video aus, damit ihr schon mal Bescheid wisst, was demnächst auf euch zukommt. Lunsen wir mal rein, in die jute Stube. Also hier ist es, das wird jetzt nur kurz vorgestellt. Hier gibt es dann bald ein einzelnes Video zu. Und zwar haben wir hier, Alter, das ist ja voll cool. Das ist ja echt voll cool. Okay, alles klar. Hier haben wir schon mal 10% Rabatt. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal jetzt direkt reinziehen. Wir haben ja ein 10% Rabatt-Ding. Und zwar mit dem Code TRYMEOUT. Der Code TRYMEOUT gibt euch 10%. Also es handelt sich hier, vielleicht habt ihr die Werbung auch schon gesehen, um ein Original Spice für Hähnchen. Also für Dings hier, für Chicken Wings. Was dann richtig geil so Barbecue-mäßig, ich meinte selbstverständlich KFC-mäßig sein soll. Hier ist anscheinend auch ein Bucket dabei, wo man dann die Chicken Wings reinballert. Und wir haben hier zwei Spices. Also werden wir demnächst zusammen im Video geile Hähnchenschenkel marinieren und die dann richtig schön in der Fritteuse wegfrittieren und gucken, ob das geil schmeckt. Das werden wir demnächst machen. Und dann haben wir hier ein tightes Package von Tongs Daniel. Tongs Daniel ist der Zeichner, der beispielsweise das geile große Shinsky-Logo gemalt hat von meinem Shirt. Ach ja, übrigens. Komm mal rein. Ach so, ja, guck mal hier. Ich habe jetzt meinen eigenen Merch. Shinsky 420. Ich habe einen kleinen Seed-Shirt-Shop gemacht. Kannst du gerne mal reinziehen. Link in der Videobeschreibung. Ich werde mich freuen. Ja, der Dude hat mich angeschrieben und hat gesagt, komm, pack das einfach schnell auf Instagram aus. Das ist überhaupt nichts Besonderes, das sind nur höchstwahrscheinlich ein paar Sticker. Aber ja, das kommt jetzt hier trotzdem in das Video rein. Checkt auf jeden Fall Tongs Daniel aus. Hier unten. Wenn du Bock hast auf ein geiles Logo oder ein geiles Design, irgendwas, guck es dir einfach mal an. Mega geil. Also ich arbeite kontinuierlich mit diesem Dude zusammen. Und es werden auch weitere Arbeiten von Tongs Daniel hier für euch erscheinen von mir. Jetzt gucken wir mal, was wir hier Fettes haben. Fettes Package. Und wir haben ein Briefchen oder so. Tight. Das ist schon mal mega tight. Geil. Yo, Kuzi. Hier die Sticker, die ich immer wieder verpeilt habe zu schicken. Ja, er wollte die schon vor längerer Zeit schicken. Deine Story mit der Packstation hat mich daran erinnert. Ah ja, hab noch ein paar Sticker zugepackt, die hier so rumlagen. Rumflogen. Viel Spaß damit. Gruß. Tongsi. Ich bin mal gespannt, was wir hier für tighte Sticker haben. Oh, geil. Okay, ist das eine Menge? Cool, es ist eine fette Menge tatsächlich. Boah. Okay, gucken wir einfach mal. Ne? Wahrscheinlich wurden dann die ganzen Designs da gemacht. Reimer loves Porks. Hä? Warte mal, das ist doch echt. Das ist doch kein... Nee, das ist echt, Junge. Das ist nicht gedruckt, Leute. Oder? Nee. Ist es nicht. Das sieht man nicht, ne? Aber wenn man hier so ins Bild guckt, man sieht auf jeden Fall die Maldinger hier von dem Stift. Also das ist cool, Mann. Das ist auf jeden Fall mega geil. Pfeffi-Bande. Okay, das sind wahrscheinlich so alles Aufträge, die du schon gemacht hast, oder was? Covid-19. Coole Sticker auf jeden Fall am Start. Hier sind noch mehr. Und hier ist der Original Tongs Daniel Sticker. How to poison your kid. Ja, siehst du? How to poison your kid. Oh, jetzt machen wir hier die... Also alle Eltern vergiften ihr Kind bereits. This is America. America. Und wir haben hier, Leute,
Haschwerk. Übrigens, Haschwerk, ihr kennt Haschwerk. Ich trage auch das Haschwerk-Shirt des öfteren Mal. Und da ist auch dieses Logo drauf. Und wer hat das Logo gemacht? Tongs Daniel, Ladies and Gentlemen. Das Haschwerk-Logo kommt ebenfalls von dem guten Daniel. Oh, Alter, okay, jetzt haben wir also eine Menge Tongs Daniel-Sticker. Also könnt ihr schon mal damit rechnen, wenn ihr das nächste Mal was gewinnt, dann habt ihr auf jeden Fall auch eine Menge Sticker mit am Start. 420, das gefällt mir, dieser Sticker. CBD, bunteblüte.de. Ich mache jetzt hier einfach mal Werbung für die ganzen Leute hier, das ist mir jetzt einfach egal. Porgs ist anscheinend ein Graffiti-Künstler oder so, finde ich tight. Hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon was von Porgs. Hier haben wir nochmal ein original gemaltes Graffiti von Porgs. Achso, das war von Porgs, genau. Vorhin das andere auch. Und das ist sogar ausgecuttet. Also das ist nicht gedruckt, das ist gemalt. Auf jeden Fall coole Sache. Coole Sache. Vielen Dank, lieber Tongs Daniel. Checkt doch mal Tongs Daniel aus auf Instagram. Und wenn ihr ein Logo oder sonstiges haben wollt, gute Preise auf alle Fälle. Und sehr gute Arbeit. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptpaket. Der gute Torty Boy ist euch vielleicht auch schon ein Name aus den Streams und aus den Mario Kart Turnieren. Und der gute Torty Boy hat gesagt, Joschinski, ich habe dir was bestellt für dein Video. Und es ist lustig. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Paket. Es kam von Amazon. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was es ist. Er hat gesagt, ja, weiß ich nicht. Pack's im Stream aus, pack's im Video aus, so wie du meinst. Und ich dachte mir, okay, ich mache das jetzt hier in diesem Video. Es ist sehr groß. Es ist tatsächlich sehr groß. Was ist das? Okay. Ja, okay, ich habe das schon mal gesehen, Leute. Checkt es euch aus. Ich habe es tatsächlich schon mal irgendwo gesehen. Und das testen wir jetzt aus, ob die Scheiße funktioniert. Blasts Projection. Up to 40 feet, Alter. Ich weiß jetzt nicht, wie ist denn nochmal ein Feet? Ja, es ist eine Klopapier-Abschussmaschine anscheinend. Torti, also das ist ja wohl. Das testen wir jetzt. Gut, wo habe ich denn jetzt die originale Unboxing-Schere, ach hier, die offizielle Shinsky-Unboxing-Schere. Ja. Leute, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, oder ich blende einfach, nee, komm, unten in der Videobeschreibung steht meine Adresse für die Packstation. Wenn ihr sehen wollt, wie ich auf euer Paket reagiere, also ich hätte Bock darauf, wenn ich der Zuschauer von mir selber wäre, hätte ich mir selber was geschickt, weil das ist doch voll cool. Ich habe nämlich zum Beispiel damals Adlerson, falls ihr den kennt, habe ich auch schon mal ein dickes Paket geschickt. Das können wir uns ja mal zusammen im Stream angucken, wie er das auspackt. Ich finde sowas einfach cool. Und wenn du jetzt hier sehen möchtest, wie ich dein Paket an dieser Stelle auspacken tue, dann wie gesagt, schick mir einfach irgendwas zu. Du musst ja wie gesagt nichts kaufen. Ne? Du musst ja nicht zwingend was kaufen. Du kannst doch irgendeinen Schrott von zu Hause wegschicken. Man hat doch immer mal wieder irgendwas rumliegen, was man nicht braucht. Alter, diese Unboxing-Schere ist aber schon hypermäßig stumpf. Alter, oh, das tut ja megamäßig weh. Oh Mann, Alter, fick dich. Bastard. Geht das hier besser von hinten? Ich muss weiter rein. Jetzt geht's. Endlich. Oh. Die originale Shinsky-Schere ist auf jeden Fall mega scheiße. Kriegen wir das ohne Anleitung gebacken? So, hier haben wir den Water Tank, I think say. This is the fucked up Water Tank. So, we got some things right here, man. Okay. Alrighty then. Warte mal, bestimmt muss hier Water inside. Muss da Water inside? Ja. There needs to be water und ich hole mal ein Toilet Paper und wir sehen uns in 28 Stunden wieder. Bin wieder da. Warte mal. Hier ist ein Loch drin, Junge. Ah ne, da muss wahrscheinlich ein kleines Loch drin sein, ne? Muss da ein kleines, ja, da muss ein kleines Loch drin sein, damit das ja laufen kann. Warte mal.
Da müssen wir jetzt erstmal gucken hier. Ach komm, ich stell dich jetzt mal erstmal hier ab. Dann läuft das halt ein bisschen. So ist das Leben. So, wo haben wir denn hier? Ein Rastloch der Klopapierhalterung. Oh scheiße, es läuft ja übelst. Wir müssen uns beeilen, Junge. Ist das die Klopapierhalterung? Ja. Wo ist denn die... Der Gerät. Ich muss mir das Bild nochmal angucken hier. Ja, das kommt hier ran. Okay, okay, das haben wir. Das ist ja total schwer. Okay, we got it. Kommt das hier noch irgendwo ran? Das ist ja mega. Ah, warte mal. Ah, okay. Ja, jetzt sehe ich hier was. Ja, okay, gut. Das haben wir auch. Ah, okay. Das war auch nicht richtig drin. So, jetzt ist richtig. Twisten. Ja. Weil wie gesagt, hier ist natürlich ein Loch drin, damit da die Luft durchkommt. So. Okay. Wir kommen dem Ende auf jeden Fall schon mal näher. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo das Toilet Paper reinkommt. Wo kommt denn die Scheiße rein, Junge? Boah, ist das schwer. Boah, hier geht's ja noch viel weiter. Hier in das Loch rein, oder was? Und das bestimmt hier festziehen. Ja. Geil, guck mal. Okay. Es muss man doch bestimmt laden hier. Uiuiui. Ich hab geladen, Leute. Okay, es kam nichts. Aber hier ist doch schon eine Wurst, das kam nicht durch. Auf jeden Fall eine heftig lustige Idee, das Ganze. Hä? Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Wo kommt denn das jetzt her? Wow! Das Teil ist ja heftig, Junge. Okay, da kam nichts mehr. Müssen wir anscheinend nochmal nachladen hier oben. So. Oh, okay, also man muss vorsichtig sein. Es zerfetzt ziemlich schnell. Hey! Wow! Alter, das ist mega geil, das Ding. Hey, you fucking asshole. Fuck you. Das ist echt cool. Ich hätte nicht gedacht. Torty Boy, vielen Dank, Alter. Geiler Scheiß. Ich habe ja auch was dran gerotzt. Also es ist auf jeden Fall eine richtig lustige Idee. Hier ist ja auch noch einiges. Es ist auf jeden Fall eine richtig lustige Idee. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Torty Boy für dieses tighte Geschenk, Alter. Also ich finde es echt cool. Ja. Also Leute, wenn ihr Bock auf solche Videos habt, schickt mir einfach irgendwelche Scheiße zu auf meine Packstation. Und dann kommen immer wieder mal solche spaßigen Sachen, nicht? Ich muss jetzt gleich erstmal hier alles reinigen. Ist ja alles voller Quimpe. Ein lieber Gruß geht nochmal raus an alle Leute, die mir hier was zugeschickt haben. Und natürlich ein besonderer Gruß an den Torty Boy. Ist das jetzt kaputt oder was? Ich habe jetzt meine Kamera komplett zerstört. So, ihr lieben Süßen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Lieben Gruß geht nochmal raus an Torty, an Tonks Daniel und an Royal Spice. Vielen Dank für die Zusendung der Pakete. Und wie gesagt, es erwartet uns bald ein geiles, leckeres Chicken Wing Video, wo wir gucken, wie das schmeckt. Und ja, wenn ihr Bock habt auf weitere solche Videos,
Ich hoffe natürlich, dass in Zukunft mehr solcher Pakete von euch ankommen, denn ich feiere sowas extrem, wo ich überhaupt nicht weiß, was drin ist. Das war doch ein geiler Anfang. Ich hoffe, wir werden mehr von sowas in Zukunft sehen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ne? Also, wenn dir das gefallen hat, lass mir doch ein Abonnement da. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, bleib gesund, bleib so, wie du bist. Liebe Grüße, euer Schinski. Ciao.